Hey, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf der diesjährigen Poet & Sound. Neben mir ist ein neues Gesicht am eigentlich eins, finde ich, der wichtigsten Stelle, die man so besuchen muss, und zwar D&B Audiotechnik. Stell dich doch mal eben kurz vor. Ja, servus zusammen, mein Name ist Wolfgang Schulz. Ich mache Produktmanagement bei D&B seit mittlerweile knapp 4 Jahren. Und als der Nico auf uns zukam und hat gesagt, können wir nicht mal irgendwie ein Feature über D&B machen, wäre mal ganz cool, haben wir gesagt, klar, mach mal gerne. Für die von euch, die vielleicht noch nicht so ganz mit D&B vertraut sind, vielleicht erstmal ein bisschen was zur Historie. D&B wurde gegründet 1981 von zwei sehr enthusiastischen Audiospezialisten, ein bisschen im Norden von Stuttgart. Das war der Jürgen Daubert und der Norbert Belz, das D und das B bei D&B Audiotechnik. Und die beiden haben eigentlich von Anfang an auf eine Systematik gesetzt. Das heißt also einen Lautsprecher und den dazugehörigen Verstärker, damit der Lautsprecher einfach optimal performen kann. Das ging relativ schnell und relativ gut los, weil 1985 bereits ging das erste D&B-System dann schon in Deutschland mit dem Herbert Grönemeyer auf Tour. Und kurze Zeit später gab es mit der A1 und kurze Zeit danach auch mit der 1220 auch schon einen mittlerweile fast legendären Lautsprecher für die Festinstallation, vor allen Dingen in Opernhäusern und in Theatern. Mit der Zeit wurden die ganzen technischen Details natürlich immer komplexer, genauso wie die Anforderungen unserer Kunden. Dadurch haben wir das System natürlich auch immer konsequent weiterentwickelt. Und bei den Ergebnissen, die wir dabei produzieren konnten, oder D&B produzieren konnte, haben wir dann an der einen oder anderen Stelle noch das spezielle D&B-Bit hinzufügen können. Also so kleine technische Raffinessen, die dann eigentlich die Kundenerwartungen auch noch ein bisschen übertroffen oder übertreffen konnten. Und damit kann man sagen, auch so ein bisschen den Grundstein für die Reputation von D&B im Markt gelegt haben. Wenn man sich überlegt, wo D&B heute steht, also wir sind im mobilen, im professionellen Rentalmarkt, im Touringmarkt sehr stark vertreten, das Ganze weltweit, aber auch schon seit relativ langer Zeit schon in den Festinstallationen zugange. Also das ist nicht nur die High-Performance-Abteilung, Segmente von Theatern und Opernhäusern. Genauso sind wir unterwegs mittlerweile in vielen Stadien, in Sportstätten, in Multifunktionshäusern, mittlerweile auch das ein oder andere Kreuzfahrtschiff. Also relativ breit aufgestellt, natürlich auch die ganzen Live-Clubs und Diskotheken auf der ganzen Welt. Und wenn man sich das überlegt, dann kommt da natürlich auch jede Menge Support und Aufgaben auf so eine Firma wie D&B zu. Mittlerweile sind wir am Standort in Backnang, nördlich von Stuttgart, rund 370 Mitarbeiter. Weltweit kommen dann noch mal ungefähr 80 hinzu. Tendenz steigen, kann man sagen. Wir haben 7 Töchter weltweit verteilt und natürlich noch ein Distributionsnetz. Und dadurch sind wir dann auch weltweit in über 70 Ländern vertreten. Über das Distributionsnetz hinaus haben wir auch eine sehr starke Supportabteilung, die weltweit vernetzt ist. Das heißt, wir bieten nicht nur in Backnang sehr regelmäßig Schulungen für unsere Systeme an, sondern wir haben natürlich auch eine Vernetzung weltweit zu unseren Partnern und liefern auch in den entsprechenden Ländern oder Kontinenten unsere fachspezifischen Schulungen an für die jeweiligen Systeme oder für spezielle Anwendungstechnologien. Was haben wir hier auf der Messe? Auf der Messe haben wir erstmal eine Auswahl von unserem Standardproduktportfolio, natürlich zum Anfassen, zum Gucken. Darüber hinaus haben wir aber auch ein paar andere Themen, die wir mit unseren Kunden gerne diskutieren. Die sind ein bisschen visionärer angelegt. Kann man sagen, eine gedankliche Klammer bildet im Prinzip der Begriff Sound Futures. Was ist Sound Futures? Das ist im Grunde genommen alles, was sich um das Erleben von Klang dreht. Also nicht nur jetzt, was aus dem Lautsprecher rauskommt oder die Verbindung vom Verstärker zum Lautsprecher, sondern vielmehr alles, was im Prinzip Klang ausmacht, was Klang beim Menschen bewegt und ihn auch interessant macht. Das ist insgesamt auch ein sehr spannendes Thema mit sehr vielfältigen Unterthemen, weil D&B sich von einem, sage ich mal, sehr erfahrenen und etablierten Hersteller und Entwickler von Audioanlagen immer mehr entwickelt zu einem kompletten Lösungsanbieter. Und zu solchen kompletten Lösungsangeboten kommt natürlich auch mehr hinzu. Also da geht es nicht nur noch um den Lautsprecher oder den Verstärker, sondern ein größeres Denken weiter in die Zukunft
Und auf diese Reise können wir euch gerne mitnehmen, entweder jetzt mit ein paar weiteren Informationen oder natürlich auch, wenn ihr gerne wollt, auch mal hier auf dem Messestand in den nächsten Tagen. Wir sind noch da bis Freitag. Okay, wir steigen mal in die Runde ein und gucken uns mal ein paar Sachen noch ein bisschen im Detail an.